So, wie sieht's jetzt eigentlich hier aus? Es gibt ja noch einen Weg nach oben. Oh! Mist, das war jetzt leider nichts. Super Feuerball, ernst gut. Also gut, wir sind anscheinend auf dem richtigen Weg. Aber ob wir wirklich beim ganz richtigen Weg sind, sehen wir sowieso erst, wenn wir einen Speicherpunkt haben. Okay, Hothead Nummer 1 besiegt. Nummer 2 besiegt. Und gleich erstmal noch den nächsten Bob-Omb. Den nächsten Bobby. Gut, und. Ja, hier ist er, sagt ein Speicherpunkt. Also sind wir gleich am Minenende angelangt. Und ein kleines Level-Up für Mellow gibt es dann gleich auch nochmal obendrauf. Das finde ich doch jetzt einfach exzellent. Donnerschock erlernt. Setze einen Gegner unter Strom, drücke A, kurze Auftreten des Schocks. Na, ich denke, sag mal, das kriegen wir wieder mal nicht richtig hin. Oh, verdammt. Da haben wir jetzt also doch einen Lebenspunkt doch noch verloren. Aber an der Stelle jetzt auch nicht so wichtig. Wir haben gleich das Minenende erreicht. All unsere Punkte, Lebenspunkte und Blumenpunkte regeneriert. Ah, verdammt, wir haben die Kiste übersehen. Dann noch mal kurz zurück, bevor wir den nächsten Schergen Friedrichs. Ich meine natürlich den nächsten Schergen Schmiedrichs. Erledigen werden. Okay, unerwartet. Sollen wir erstmal alle seine Bobbys erledigen? Bin mir aber jetzt auch nicht so ganz sicher, was der Sack hier noch gang und gäbe war. Wir können ja jetzt erstmal wirklich jeden Bob-Omb hier besiegen. Und solange dann gleich erstmal kein neuer kommt. Also keine neuen kommen. So sind wir jetzt erstmal gut aufgestellt. Okay, jetzt kommen wir. Der Kampf gegen
Haha, Poponetto, mein Name. Ich bin der beste Bombenbauer weit und breit. Poponetto? Nie gehört. Alle sagen, ich sei ein Choleriker. Blödes Pack. Wenn ich mit euch fertig bin, kennt jeden meinen Namen. Gahaha. Gleiches aus für euch. Sehe ich anders. Sternenschock aktivieren. Jetzt wärst du erstmal schön geschockt. Und jetzt kommt noch der Superfeuerball. War vielleicht jetzt der Sack nicht so optimal. Aber Gedankenleser, Anfälligkeit keine. So schick, alle hier sehen so schick aus. Okay, so viele Mini-Bob-Orms. Okay. Gar nicht übel. Aha, aber ich kann auch eine Nummer größer. Ich ja auch. Aber so war das Ganze jetzt nicht geplant. Ja, sowas ganz. So war das Ganze nicht geplant gewesen. Mir reicht Jumbo-Kaliber! Ja, jetzt wird hier nun wirklich gewaltig übertrieben. Maxi-Bob-Orms. Wo kommen wir denn dann jetzt hin? Das einzige Problem, was ich jetzt sagt, bei der Sache jetzt habe, ist natürlich, dass diese Maxi-Bob-Orms sicherlich gleich explodieren werden. Oder wir haben, wie es aussieht, jetzt sagt, noch einmal Glück. Und anscheinend mal wieder Glück im Unglück. Aber wir hätten anscheinend den Gino-Boost auf Mario einsetzen müssen, um den Supersprung weiter zu boosten. Na, ist er jetzt besiegt? Ah! Ein Skandal ist das! Ich bin am Ende! Ich hätte es euch ja gerne erspart, aber ihr lasst mir keine Wahl. Der blüfft doch, Freunde! Klappe, Wattebausch! Meine Superwaffe hebe ich mir für was Stärkeres als euch auf als euch. Seid lieber froh, ihr würdet Sterne sehen. Gaha! Ha, Sterne sind unsere Spezialität. Master, das lasse ich mir nicht gefallen. Ihr habt es so gewollt. Hallo, wo steckt das Ding? Ah! Mario! Wenn die in die Luft geht, fliegen wir um die halbe Welt. Welch Missgeschick. Los, hauen wir ab! Sie detoniert gleich. Oh nein! Tja.
Was zur Krabbe ist jetzt passiert? Ein Blindgänger? Oh, der Kampf ist jedenfalls gewonnen. Wir sind dem Ziel einen Schritt näher. Fragt sich nur, wo die Maulwurfskinder und unser Stern sein mögen. Manch Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Los, Mario, schnell! Ja, warte, was ist jetzt los? Ach so, der Stern macht uns erstmal ein bisschen sauber. Will auch nicht schmutzig werden. Aber gut, damit wäre der nächste Stern für die Sternstraße beisammen. Stern Nummer 3 ist also jetzt mit dabei. Weiter, Freunde. Finden wir Piff und Puff, die armen Kinder. Woher weiß er denn die Namen? Wir haben die nicht nachgefragt. Aber gut, Piff, Puff, Puff, Puff. Wo seid ihr? Ah, die bewegt sich nicht. Menno, dummes Ding. Hallo. Hey, Onkel, hilf uns mal. Schieb mal den Wagen hier an, ja? Okay. Da hängt ein Warnschild. Lesen? Selbstverständlich. Loren lenken leicht gemacht. Bremsen A, springen B, schneller fahren, Pilz sammeln und X. Gute Fahrt, Aufsicht, Mauldorfer, Bausicherung. Au, Bau, Au, Mau, Bau. Yippie, wir fahren auf den mit dem Wagen, das wird ein Riesenspaß. Was war noch A, der A-Knopf gewesen? Was, Bremsen? Okay, das war nix. Sag mal, wollt ihr mich jetzt verarschen hier? Okay, so ganz richtig ist das Ganze jetzt. So ganz richtig war das jetzt hin nicht. Wie langsam muss ich denn dann jetzt noch werden? Ernsthaft, Mario! Also ernsthaft, Lorenfahrten sind nicht... meins. Das gibt's doch nicht. Ernsthaft, ich springe nicht, ich drücke den A-Knopf. Sicherheit geht vor. Sicherheit geht hier einfach nur vor.
Ach, so viele Pilze haben wir noch übrig. Ich hatte gar nicht mitgekriegt, dass diese Sack stapelbar sind. Aber gut, gleich kracht's. Wie es vor unseren Kleinen gerade geht? Ach, wären sie doch nur schon zu Hause. Mach dir keine Sorgen, Liebes. Schließlich habe ich ja Mario um Hilfe gebeten. Da sind Piff und Puff sicher im Nu wieder da. Ja, das für recht setze. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass die zwei jeden Moment bei uns aufschlagen werden. Richtiges Wort, einschlagen. Krach, Bumpeng. Ganz sicher, wirst schon sehen, sie werden jeden Moment gemütlich gleich vorne durch die Haustür. Nö. Sind wieder da! Gute Güte, Kind, dass ihr das mit dem Aufschlagen so wörtlich nehmen würdet. Ach, mein armes Schätzchen, geht's euch denn gut? Puff, hast du dich verletzt? Uns geht's gut, Mama, stimmt's? Puff, war alles voll lustig. Mama, Mama. Papa, Papa. Der Kleine ist ja schon ganz benommen. Ach, mein Schatz, nun bist du wieder sicher. Piff, habe ich dir nicht schon zigmal gesagt, dass du nicht allein in die Mine gehen sollst? Ach, lass doch gut sein. Freu dich einfach, dass die zwei wieder da sind. Und bei Mario haben wir uns auch noch nicht anständig bedankt. Oh, wie peinlich, Mario. Wir können dir ja gar nicht genug für alles danken. Das Dach, was soll damit sein? Ach, zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Stimmt, Schatzi? Stimmt, die kaputte Stelle habe ich ruckzuck wieder geflickt. Und falls du mal handwerkliche Hilfe in deinem holden Heim benötigen solltest, lass es mich ruhig wissen. Vielen lieben Dank nochmal, dass du unsere Kleinen wieder heil nach Hause gebracht hast. Ja. Du hast nicht nur die Kinder Piff und Puff, sondern auch ein Sternstück gefunden. Doch wo steckt bloß die Prinzessin? Tja, dieser Frage gehen wir demnächst auf den Grund. Sofort zurück hier, Käfer. Willst du nicht in Bostos gute Stube spielen kommen? Sniffst du noch meins? Genau, nicht abbauen. Wir wollen doch nur spielen. Komm her, Käferchen. Hä? Jawohl. Hör auf die beiden. Wir tun dir schon nichts. Tun wir. Tja, ein Nashornkäfer, oder? Oder, warte mal, oder ist es ein Herkuleskäfer? Wag dich, diesen Käfer anzutatschen. Der ist ein Geschenk für Bosto. Und ob er das ist, hier mit den Krabbler und keine Fisimatenten. Jawohl, hör auf die beiden, sonst würden wir alle traurig, sind wir. Bosto hat Käfer nämlich total lieb, aber momentan hat er viel zu tun, um selber welche zu fangen. Genau, weil er diese Prinzessin vom Müll gesegelt ist und so, und die muss er ja unterhalten. Oh, jawohl, hör auf die beiden. Jedenfalls sind wir gerade für Bosto auf Käferjagd, sind wir. Also her damit. Wir wollen haben. Wollen wir. Oh nein, entfleucht. Wir müssen ihn fangen. Müssen wir. Yippie. Tja, damit wissen wir jetzt auf jeden Fall. Prinzessin Peach ist beim borstigen Bosto. Warte mal, wir sehen unsere... unsere Lebenspunkte sehen ja gut aus. Dann wiederum, wo war jetzt der Sack hier, der Itemladen noch gewesen? Hier auf alle Fälle nicht. Gut, was verkaufst du? Grüß dich, hey, wir kennen uns doch oben aus der Mine. Jedenfalls habe ich dort nettes Zeug gefunden und hier einen Bergbauladen aufgemacht. Ich sag dir, was ich anzubieten habe, hör mal zu. Artikel um 1, ein Glücksjuwel, da dir auch ganz gewiss immer das Glück hold ist und so. Für 100 Münzen gehört es dir. Habe ich so viel? Abgemacht. Freut mich, mit dir ins Geschäft gekommen zu kommen. Hier, bitteschön. Das war alles, was ich dir im Moment anbieten kann. Gut, dann haben wir jetzt also ein Glücksjuwel. Was haben wir jetzt hier zu kaufen? Nichts Besonderes anscheinend. Aber Ahornsirup können wir gebrauchen. Gut, damit werden wir auf jeden Fall gut ausgerüstet für die nächsten Abenteuer. Sonst noch irgendwas hier vielleicht übersehen?
Das ist der Mauldorf für Kinderwasser. Willst du vielleicht einen Funkelstein? Aber sehr gerne doch. Dann bring mir eine schöne Feuerwerksrakete. Gegen die tausche ich meinen Stein nämlich. Feuerwerksrakete. Die kriege ich, glaube ich, nicht hier. Aber mal eine andere Frage. Was? Er sagt, der Funkelstein gewesen? Hey, was soll das denn werden? Erst zahlen, dann Lore fahren. Schon vergessen? Mal sehen. Was kriegen wir denn jetzt, er sagt hier? Monte Mauldorf? Ich weiß jetzt bloß, er sagt nicht so genau. Der Funkelstein, war das er sagt jetzt das Item, was er sagt, für später bräuchten? Oder verwechsel ich das jetzt irgendwie? Bin mir dabei jetzt nicht so ganz sicher. War es nicht eigentlich hier irgendwo in der Gegend gewesen? Wo wir den Secret Boss haben? Das muss ja eigentlich hier gewesen sein. War das dann beim Bergpass? Nun ja, so oder so werde ich jetzt erstmal hier an der Stelle das Spiel speichern. Und im nächsten Part begeben wir uns auf jeden Fall zum Bergpass hin. Das ist sowas von klar. Bis dann und ciao.